Platz am Meer ein kleines Dorf gegeben. Dort haben Fischer mit ihrer Familie gelebt. Am Tag sind Fische in ihrem grossen Boot aufs weite Meer rausgefahren und haben viele, viele Fische gefangen. Mit vollem Boot sind sie am Abend wieder heimgekommen. Und so hat es Fisch bis ganze Dorf gegeben. Und keiner hat müssen Hunger haben. Darum sind das ganz glückliche und glückliche Fischer gewesen. Am Abend, wenn sie nach der Arbeit fertig sind und fertig gegessen haben, sind sie zusammengehockt und haben ihre Instrumente vorgenommen. Zusammen haben sie musiziert und das hat es so schön gedünnt. Ihre Instrumente und ihre Musik sind ihres allerliebsten gewesen. Zuerst Trompeten! Gar nicht.
Dit is Domini Merli. Als ik hier had het niet eigenlijk gezegd. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, ja, ein böser Seeräuber hat mich gefangen. Aber ich kann alle entfliehen. Aber ich bin hier da in diesem Seezähnetz verhindert. Und der Seeräuber kommt jedes Mal wieder. Darum hilf mir bitte. Ja, natürlich. Meerjungfrauen sind junge, hübsche Mädchen mit Ariel, mit langen, schönen Haaren. Ah, aber das da. Also was meine Tierkinder? Das sieht doch unmöglich aus. Was hast du gemeint? Ach, ich bin doch so eine schöne Mädchen. Ja, da hast du recht. Aber so ein Arme. Ich bin der Fischer Fritz. Du da für ein braunes Oberteil ja, mit Muscheln da. Oh, weißt du, das ist. Dass man meine Brustkern nicht so gut sieht. Wo ist meine Meerjungfrau? Jetzt bin ich noch kurz eingelegt. Und schon ist sie weg. Keine Ahnung. Ich muss sofort raus. Ich muss sie wieder finden. Nein, ich lasse sie gerade suchen. Oh, der Seeräuber! Kommt wieder und will mich fangen. Ich bin verloren. Was soll ich jetzt machen? Schon gut, Esmeralda. Ich nehme dich mit in meine Fischerhütte. Dort bist du sicher. Danke. Und so wird der Fischer von Fritz Meerjungfrau zu sich ins Haus. Was ist denn das für eine schöne Mama? Das ist richtig schön, das Wandsbild. Wer bist du? Ich bin der Dirigent. Was? Thank you.
Seeräuber, Bruno. Der gefürchtigste Seeräuber auf der ganzen Südhalbkugel. Ja, nicht so. Nicht so. Die meisten kennen mich vielleicht noch von. Also nicht letztes Jahr. Letztes Jahr der Jack Sperzler. Ein lieber Seeräuber. Dass ich nicht lache, das gibt es doch gar nicht. Nein, nein. Ich bin ein böser Seeräuber. Ihr habt mich sicher schon vor 2 Jahren gekannt. Dort bin ich noch ein Räuber gewesen. Ja, aber das mit dem Prinzesschen, das hat nicht so geklappt. Darum habe ich mich umschulen lassen. Ja, das macht man auch heutzutage auch als Räuber, wo man sich ein bisschen weiterbilden. Darum bin ich in die Seeräuberschule. Und in der Seeräuberschule haben wir wirklich viel gelernt. Zum Beispiel Räuber auf dem Wasser, Räuber auf dem Land, Schatzkarten lesen, ja, dann natürlich auch Räuberlieder kompostieren, also komponieren. Wenn ihr mal eins hören? Ja! Also, ich bin der Räuber Bruno, Räuber über das Meer. Räuber über das Meer, fange Meerjungfrauen und verkauf's am Zirkus. Ja, gut. Ja, gut. Der Schluss muss ich vielleicht hier noch überlegen, wie das weitergeht. Aber ich finde es also schon recht. Da kommt mir noch gar nicht, warum ich eigentlich da bin. Ja, genau. Mehr Jungfrau fangen habe ich ja eigentlich wollen. Habt ihr die Jäger noch gesehen? Ja, gut, wenn ihr die gesehen habt, dann gehe ich mal weiter suchen. Ich finde sie ja da draußen. So, zusammen. Im Haus von Fischer ist der Kämpfer der Besitz von dem bösen Seeräuber gewesen. Thank you.
Sommer! Was für ein schöner Sommer! Das ist eine Trompete. Die Trompete hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Die erste davon hat es schon vor 3000 Jahren gegeben. Und das hohe Dach! Und noch ein grünes Tuch! Thank you.
Kupferspion! Schon fast in der James Bond! Ich finde meine Meerjungfrau sicher! Ja, und zum Glück habe ich da ja meine super Zauberbrille! Mit der bin ich dir sicher! Muss ich gerade mal anlegen! Mal rüber schauen! Ja, ich glaube, das wird gut! Kann ich weiter da suchen? Hey, was ist denn da? Hast du das gefunden?
viel Geld, aber in der Seeräuberschule aus dem Land mehr Geld ist besser. Drum, komm mit! Bitte nicht! Ich habe sie gefunden! Sie gehört mir! Wer ist denn du so als dieses Würstchen? Hä? Komm ich da? Zwischen mir und Willi und Frau Still. Heißt du Fritz? Fritz? Fisch ist Fritz, Fisch, frische Fische. Und das ist etwas, das ich auch schon lange nicht gekriegt habe. Das ist ein Lachen. Und du willst gegen mich gewinnen. Was meinst denn du, wer du bist? Das fühle ich an Angst vor dir. Nein, vor dir nicht. Ich habe trainiert. Trainiert? Ich schaffe ich. Wenn sie muss, dann kämpfe ich für die Meerjungfrau. Ha! Lass ich nicht lachen. Dich, das kleine Würstchen, will gegen mich kämpfen. Ja, also, wenn du so ein kleines Würstchen bist, darfst du Waffen auswählen. Gib dir 5 Minuten Zeit, um das zu machen. Und ich gehe noch ein bisschen meine Goldmünze abzählen. Ja. Gib dir 5 Minuten Zeit, dann komme ich wieder zurück. Was meinen die Kinder? Kommt das gut? Der gemeine Seeräuber gegen den jungen Fischer. Ich glaube, da braucht man für die Unterstützung vom Fischer noch ein bisschen Musik. Schliesslich kenne ich mich da ja viel besser aus als er. Ja. So,
Bist du bereit? Ich habe zwar fast keine Zeit gehabt, um mein Geld zu zählen. Ich habe ja so viel. Aber ja gut. Was hast du? Hast du etwas können? Was sehe ich denn da? Kleine Fische und Spritzen? Ja, richtig. Hast du aufgerüstet? Ja. Ich treffe dich zusammen zum Meerjungfrau. Das ich nicht lachen. Das ich nicht lachen. Und mit was für Waffen? Mit Instrument. Mit Instrument? Nein! Instrument! Kannst du dir das nicht merken? Ja, ist doch egal. Aber weißt du was? Wir nehmen nicht nur ein Instrument, sondern wir nehmen gerade 6 Instrumente. Was? Das sind gerade ein bisschen viel. Ja, klar. Aber ich habe in der Seeräuberschule gelernt, je mehr, desto besser. Oder? Ja. Machen wir das. Wenn du das meinst. Und zwar machen wir es so, wir schauen da Richtung Publikum und dann spielt dahin ein Instrument und der, der es richtig erratet, der kommt ein Punkt rein. Ist das gut? So, der Wettkampf fängt an. Jetzt müssen wir ganz leise so. Thank you.
Ich habe eine gute Idee. Ich mache es genau wie der Fischer Fritz und nehme drei kleine Zeräuber. Wer hat Lust zu mir führen kommen? Was machst du? Du? Und du noch? Hä? Schau, da habe ich euch super gut. Wir anlegen. Ja, einmal. Einmal. Und dreimal. Ja. So, ist es eher auf unser Team apparat? Können wir weitermachen? Weitermachen. Das nächste Instrument und jetzt können wir wieder ganz leise singen. Ui, das ist nicht ganz lieb. Wer weiß es? Ich! Sehr gut. Wer weiß es? Glaubt, das war ein Fagott. Ja, das ist richtig. Der Seeräuber hat auch schon den ersten Punkt, aber natürlich nur wegen seinem Team. Was hören wir, wenn du das hörst? Ja, das ist korrekt. Der Vorsprung wird weiter ausgebaut. Und jetzt das Letzte. Thank you.
Thank you.